willkommen bei The Nosy Rosie. Hier ist die Jen. Hallihallo, Hallöchen. Diese Woche haben wir das Thema lesbische Erkennungszeichen. Dazu werde ich allerdings nicht so viel sagen, weil ich denke, die anderen werden da sicherlich schon einiges aufzählen. Und ich bevorzuge jetzt gerade mal diese Woche wieder mal das Thema LMAC, weil nämlich gerade die neue rausgekommen ist. Da wir ein Abo haben, hier haben wir die auch schon. Ich glaube, im Handel ist sie noch nicht. Oder jetzt irgendwie die Tage auf jeden Fall. Und ich werde euch mal wieder einfach erzählen, was es Interessantes dieses Mal daran zu lesen gibt. Und es wird natürlich wieder die Playlist geben. Die ist ja sehr gut angekommen letztes Mal. Jetzt aber nochmal kurz zum Wochenthema. Da wollte ich nochmal dazu sagen, ich wette nämlich, dass keine von den anderen Mädels das sagen wird. Und es ist ja auch kein offizielles Erkennungszeichen. Ich habe das nur für mich mal so festgestellt, dass eine neue Art Erkennungszeichen, nun seit fast 2,5 Jahren, das hier ist. Ja, die schönen kleinen L-Beach-Bändchen. Ich meine, das ist ja mal sowas von ein klares Erkennungszeichen, denn die Mädels, die die haben, sind auf jeden Fall lesbisch. Und ich habe auch schon ein paar gesehen, die so ein Bändchen hatten, und dann ist dann natürlich immer gleich alles klar. Von daher, L-Beach-Bändchen sind ein sehr gutes Erkennungszeichen. Also, wenn ihr da wart, macht sie nicht ab, lasst sie dran. So, kommen wir zur LMAC. Ausgabe November, Dezember 2011, so sieht sie aus. Ja, wieder viele interessante Themen. Hauptthema, obwohl, ist gar nicht das Hauptthema, doch. Ich war gerade etwas irritiert, weil hier der größte Titel ist hier über diese Sängerin Suki, wie auch immer man das aussprechen möchte. Aber es ist eigentlich nur eine Seite, der Beitrag, und der große Beitrag ist eigentlich das rote da. Regenbogenfamilien. Und da kann man wirklich sehr, sehr vieles lesen, was das Thema angeht, über wie kriegt man Kinder, wie ist das mit der Adoption, etc. etc. Also man kann da wirklich viele Informationen sammeln. Allerdings geht es oft nicht ganz so in die Tiefe. Also es reicht, um sich einzulesen, um so einen Überblick über das Thema zu bekommen. Aber wenn man dann doch mehr Informationen möchte, muss man natürlich dann nochmal genauer im Internet oder so gucken. Beziehungsweise es stehen auch meistens Links und weitere Adressen dabei, wo man weiterlesen kann. Ja, so viel zu dem Hauptthema. Ach ja, übrigens zählt immer hier die L-Kampagne mit diesem L-Bild des Monats oder der 2 Monate. Das ist mal Grey Matter. Von denen habe ich leider nichts gefunden für die Playlist. Schade eigentlich. So, dann auch noch sehr sehenswert. Wo ist es? Hier. Ladies. Wunderschöne Fotos von der Fotografin Cristina de la Madeira. Hört sich sehr spanisch an, ist aber eine belgische Fotografin. Ja, ich habe euch den Link auch wieder unten in die Infobox geschrieben. Da könnt ihr euch die Fotos in Ruhe anschauen. Ne? Also wisst ihr Bescheid. Und ja, das sind echt super schöne Fotos. Und ich finde, auch mit echten lesbischen Paaren, ich finde oft bei solchen Paaren mit 2 Frauen, dann sind das halt irgendwelche Hetenbilder, kann man fast schon sagen, mit irgendwelchen Tussis. Aber die Bilder sind echt schön. Gefällt mir sehr. Und wer davon nicht genug bekommen kann, davon gibt es dann auch einen Kalender. Dafür wurden die Fotos nämlich gemacht, für einen Kalender für 2012. Ich guck mal gerade, ich hätte mir so Post-its in die Seiten machen sollen, da würde ich jetzt nicht hier so blöd rumblättern. Hier gibt es nämlich auch noch eine schöne Übersicht, das wäre nämlich auch schon das nächste Thema, über Kalender, Lesbenkalender für 2012. Wenn ich die jetzt finden würde, könnte ich euch die Seite zeigen. Hä? Oh mein Gott,
Die ist verschwunden, die Seite. Ich habe es mir nur eingebildet. Okay, es war nach der Musik. Ah ja, 2012 kommt bestimmt. Naja, 2012 gibt es ja noch. Bis wie war das? 12. Dezember. Und dann geht die Welt unter oder so, nach dem Maya-Kalender. genau. Da ist nämlich. Also das ist der Kalender von Cristina de la Madeira. Das ist so einer zum Aufhängen. Und dann gibt es aber auch noch so Taschenkalender und alles Mögliche. Also da hat man echt eine gute Auswahl. Ich schreibe euch die Links zu den einzelnen Kalendern auch unten in die Infobox, dann könnt ihr euch alle einzeln ansehen. So. Und dann... Was wollte ich noch erzählen? Ja, also es gibt... Naja, also es waren schon die wichtigsten Sachen und die interessantesten Themen. Es gibt auch noch... Ach, was soll ich denn nicht noch sagen? Naja, noch ganz viele andere Themen. Das ist jetzt egal, ich habe die wichtigsten gesagt. So, ihr müsst euch das ja auch selber angucken. Und ja, zur Playlist. Wieder mal sehr schöne Musik dabei. Am besten hat mir diesmal gefallen das neue Album von Feist. Kennt ihr bestimmt. War ja sehr bekannt und erfolgreich mit dem Lied 1, 2, 3, 4 und so weiter, was in der Apple-Werbung zu sehen war. Und die haben ein neues Album und das ist sehr schön. Und auch viele andere schöne Sachen. Also wirklich für jeden Musikgeschmack ist da was dabei. Ja, wie gesagt, der Link ist wieder unten in der Box. Ihr könnt ja mal reinhören. Ja, das war die LMAC dieses Mal. Ach so, nein, eins noch. Hier, das war da auch dabei. Der Elgai 2012. Ich glaube, der ist aber jetzt nur dabei, weil das halt ein Abo war. Ich glaube, wenn man sich das Magazin kauft, gibt es das nicht automatisch dabei. Aber man kann sich das runterladen und hat das dann als PDF. Man kann es aber auch in Papierform bestellen. Das steht nämlich hier. Ja, die E-Mail-Adresse, bei der ihr das ordern könnt, die schreibe ich euch auch unten in die Box. Da müsst ihr... Ich weiß nicht, ob man Versandkosten bezahlen muss, aber hier steht die neue Ausgabe jetzt kostenlos. Und vielleicht schicken die einem das ja zu, wenn man seine Adresse hinschickt. Müsst ihr mal testen und hinschreiben unten, ob das geklappt hat. Bitte, bitte. Auf jeden Fall ist der L-Guide echt ganz cool. Also die besten Interessen steht hier. Ausgehend Community, Sport, Reisen, Business, Kultur. Und da das ist dann erstmal nach ja, den Himmelsrichtungen hier so sortiert. Also Norddeutschland, Osten, Westen, Süden und da dann nach den einzelnen großen Städten und da gibt es dann immer zu jeder Rubrik ja, Adressen und Tipps und was man so machen kann. Also kann man mal für den eigenen Ort gucken oder wenn man irgendwohin mal in Urlaub fährt, zum Beispiel nach Hamburg. Sehr umfangreich und nur zu empfehlen. Ja, das war's von mir. Noch nicht ganz. Ich werde jetzt nämlich gleich noch einen kleinen zweiten Vlog für meinen Kanal aufnehmen. Und ja. Das war's. Bis nächste Woche. Bis dann. Die Jen.